Das klingt so nicht okay. Ah, dieses ganze Video ist ein Fiebertraum, ne? Er wird Probleme haben, ein normales Leben zu führen. Wir haben hier, nutzen deutsche YouTuber dieses Kind für Klicks aus. Im Thumbnail sind zwei YouTuber wahrscheinlich und ein Kind, auf dem Content steht. Und Geld. Es geht um Geld. Das ist doch erstmal gut. Das ist doch erstmal gut. Es geht um Kinder und, also es geht um... Nee. Wow, 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 wow. Ich fühle mich, als hätte ich 7 Jahre nichts mehr hochgeladen. Achso, und passend dazu, heutiges Thema. 7-jährige Kinder. Ganz... Ey, das Ding ist, 7-jährige Kinder sind ja nichts Schlimmes. Es ist ja völlig in Ordnung, dass es 7-jährige Kinder gibt. Es ist trotzdem irgendwie, klingt es weird, wenn man sagt, heutiges Thema 7-jährige Kinder. Hat einen ganz weirden Beigeschmack, obwohl es nichts, also es ist ja nichts Schlimmes, dass es die gibt. Ganz kurz meine 3 Favorite Facts zu 7 Jahre alten Menschen. Sie sind meistens um die 1,20 Meter groß, beschränkt geschäftsfähig und arbeitslos. Ich dachte kurz, er sagt beschränkt. Er ist also einfach nur, das sind die Fakten über 7-Jährige. Die sind meist 1,20 groß und beschränkt. Ich dachte, das ist seine Aussage. Denkt geschäftsfähig und arbeitslos. Das wäre zumindest der Standard-Amigo, der nicht jeden Tag am Hustlen ist, wie es vielleicht schon bei Stays gottloser Ansage gesehen hat. Es geht heute... Ich fände es gut, wenn mehr 7-Jährige jeden Tag am Hustlen wären, weil sie müssen der Gesellschaft auch etwas wiedergeben. Ich finde es ja völlig in Ordnung, dass es eine Schonfrist gibt, dass man sagt, Kinder kommen auf die Welt und so die ersten, ja, ich will nicht so sein, anderthalb, drei Jahre, bis er so richtig stehen kann, so, ne? Bis das Kind so richtig stehen kann, ist die Schonfrist. Aber ich finde, ab dem Punkt, wo die motorischen Fähigkeiten ausgeprägt sind, kann man ja schon helfen. Ne? Also mal in so Webereien irgendwie mithelfen oder so. Oder, weißt du, so, wo man kleine Hände braucht. Um Leontin. Ein absoluter Cluster von mehreren YouTubern, die einen kleinen Jungen für Klicks in ihre Videos packen. Und die Eltern vom besagten Jungen sind damit auch noch... Achso, es geht wirklich jetzt um Kinderarbeit. Oha. Ui, ui, ui. Komplett fein. Es ist toll. Zum Verständnis, die meisten von euch, die hier regelmäßig auf YouTube herumguten, werden sich in irgendeiner Art von Bubble wiederfinden. Ja, da gibt's die Meinungsblogger, da gibt's die Entertainer, da gibt's die Furries und... Ja. Alpha Kevin ist der größte Furry auf der Welt. Das muss man an der Stelle auch einfach eingestehen. Natürlich auch die Leute, deren Zielgruppe ein bisschen jünger sind, ne? Was ja auch kein Problem ist. Da gibt es einen, weiß nicht, Marvin Vlogged, einen Lucas Brawl Stars oder auch einen iCrimex, der da... Ich glaube, wir hatten mal eine Reaction gemacht, wo es um Lucas Brawl Stars ging. Da ging es, glaube ich, um so ein ganz weird gefakedes Ding, wo so gefaked wurde, dass er im Casino irgendwie... einen Error hatte an der Maschine und dann ist er irgendwie rausgegangen, hat so einen Vlog gemacht und dann ist er rausgegangen und angeblich wäre dann jemand vom Casino gekommen und hätte ihm einen Koffer gegeben und in dem Koffer war irgendwie Geld drin. Und es war so obviously gefaked, aber ich glaube, das ist halt so, also für die Zielgruppe, die checkt halt nicht, dass das obviously gefaked ist. Der damals legendär seinen Lamborghini für ein NFT eingetauscht hat. Erstens, für mich ist das Kunst. Das ist für mich ein Kunstobjekt. Das ist ein Bild. Und ich will mir das so auch von einem Künstler zeichnen lassen. Warte ganz kurz. Das war jetzt ein Joke, oder? Hat der Dude, iCrimex, okay, hat iCrimex einen Lambo eingetauscht gegen... Ist das ein Joke gewesen oder ist das passiert? Gegen einen NFT? Was? Er hat einen Lambo eingetauscht gegen einen NFT? Ich wüsste so gerne, wie viel dieses NFT jetzt wert ist. Ah, ich wüsste so gern, wie viel dieses NFT jetzt wert ist. Lassen und in mein Wohnzimmer hängen. Das ist für mich Kunst. Vereinfacht könnte man schon sagen, dass die drei vor allem jüngere Leute mit ihrem Content ansprechen. Das sieht man unter anderem daran, dass man bei den Thumbnails allein schon einen Herzinfarkt bekommt. Oh ja, Digga. Das ist halt... Digga, kann das sein, dass das teilweise Mr. Beast Thumbnails sind, wo einfach sein Kopf drauf geshoppt ist? Ich weiß jetzt nicht zu 100%, aber das hier mit dem Gefängnis... Also es ist auf jeden Fall inspiriert von Mr. Beast, völlig klar. Aber das hier mit dem Gefängnis, da habe ich sogar den Eindruck, es ist das Mr. Beast Thumbnail, nur mit einem anderen Kopf drauf. Warte mal. Lass mal kurz gucken. Mr. Beast
Prison. Wie würde man das? Es ist nicht exakt dasselbe Thumbnail. Man sieht an der Hand, hier ist die Hand ein bisschen anders als hier. Es ist schon selbst gemacht, aber es ist halt nachgemacht. Also, ich dachte gerade, sie hätten wirklich das hier sozusagen einfach gescreenshottet und ihren Kopf da drauf gemacht, aber haben sie nicht. Haben sie nicht. Aber auch mit den Betten im Hintergrund ist wirklich komplett gerippt. Also so, sogar mit Betten im Hintergrund. Ja. Auch die Video-Idee hier ist Mr. Beast gerippt. Ach, hier so 24 Stunden unter Wasser. Oder wer länger unter Wasser aushält hier mit der Box. Das hatte Mr. Beast, glaube ich, auch mal gemacht. Und die sind meistens sehr bunt, sehr übertrieben und manchmal auch ein bisschen unpassend. Ey, der Klassiker. Ich durchsuche heimlich Handy vom kleinen Jungen. Was? Ich durchsuche heimlich Handy von kleinem Jungen. Allein der Ausdruck kleinem Jungen ist so sass. Ich mache etwas mit einem kleinen Jungen. Egal, was du da sagst, so. Ich mache etwas heimlich von einem kleinen Jungen. Das wow. Klingt so nicht okay. Ultra sass. Und was passiert dann da auf dem Handy? Ich finde das. Er telefoniert mit einem kleinen Mädchen da. Lara ruft an. Okay, cool. Hey, ey, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Hier ist nichts passiert. Einfach weitergehen, hier ist nichts passiert. Ein erwachsener Mann durchsucht das Handy von einem schlafenden kleinen Jungen und baut dann Kontakt auf zu einem kleinen Mädchen. Nee, es ist hier nichts passiert, was irgendwie weird wäre. Es ist alles okay. Dann, Lara ruft an. Lukas Brosters, hast du mit der Lara telefoniert, ha? Was hast du denn der Lara gesagt? Ich durchsuche. Ey, das wird ja immer schlimmer. Ich durchsuche heimlich Zimmer von kleinem Jungen. Ich schleiche mich in das Zimmer eines kleinen Jungen und lege mich unter sein Bett, bis er schläft. Was ist denn das? Was ist denn das? Junge, Junge, Junge. Ey, wenn du da vorm Richter stehst, wenn die Strafanzeige erstmal eintrudelt und der Richter bekommt die Akten und liest dir das alles vor, das ist vorbei. Das ist einfach vorbei. Zimmer von kleinem Jungen und finde das. Ich besuche kleine Junge zu Hause und das passierte. Ich breche bei kleinen Jungen zu Hause ein. Er ruft Polizei? Ich breche bei kleinem Jungen zu Hause ein, er ruft Polizei. Ja, schuldig im Sinne der Anklage. Also ich glaube, da kann man nichts mehr viel machen, ne? Also die Staatsanwaltschaft hat da schon einiges in der Hand. Oh mein Gott, was? Ja, der Content ist, wie gesagt, recht einfach. Es geht meistens um irgendwelche Challenges, um irgendwelche Games oder um Cash. Was eigentlich ganz schön witzig ist, weil wenn du dir so überlegst, die Leute haben sich wirklich perfektioniert in dem Sinne von, yo, wir wollen herausfinden, was Kinder wollen und das sind die Top 3 Genres. Eigentlich interessant. Da ist dann auch die Überzeugungsarbeit in dem Video auch gar nicht mal so... Es ist so weird. Stell dir vor, du bist auf so einer Party, so lernst du jemanden kennen, so ey, und was machst du so beruflich? Ja, ich bin bin ich Content Creator, ich bin YouTuber, ich mache auf YouTube so Stuff. Und was machst du da so? Ich mache einiges mit kleinen Jungen. Ich mache viel mit kleinen Jungen. Klingt gut. Klingt überhaupt nichts Hass. Unnotwendig, das ist ja ein bisschen zweiträngig. Ich zeige mal ganz kurz als Beispiel, ja, das Video, eins von meinen Favorites, ja. Ich öffne heimlich Boxen in der Schule und der Lehrer erwischt mich. Was macht er in der Schule? Also, allein das Thumbnail. Die Kinder sind alle, ich weiß nicht, wie alt diese Kinder sind. Ich bin im schlechteren Alter einzuschätzen, aber ich würde jetzt sagen, 8, 7, so in dem Bereich, 8. Sind die 8? Ey, habe ich das gut geschätzt jetzt, oder was? Sind die so 7, 8? Okay, andere Leute sagen 10, 11. Okay, habe ich schlecht geschätzt. Ich bin nicht gut mit kleinen Jungen. Ich kenne mich zu wenig mit kleinen Jungen aus. Egal, jeder Satz klingt weird, ne? Einfach keine Sätze mit kleinen Jungen machen. Hui.
Na, jedenfalls, diese ganzen Kids sind halt Kids, so, ne? Und er sitzt dann daneben. Ja, cool. Okay. Hey, Leute. Aber es hat... Ah, weil es hat 3 Millionen Aufrufe. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ich muss ein bisschen leiser reden, wir sind gerade hier in der Schule. Ich zeig mal einfach mal. Ja, in einer Schulklasse. Hier da vorne ist noch der Lehrer. Und ich werde das natürlich nicht auffallen. Wow. Ich muss etwas leiser reden, weil 3 Meter vor mir ist der Lehrer. Deswegen rede ich ein bisschen leiser, damit der nicht mitbekommt, dass ich hier ein YouTube-Video drehe. Gut. Bescheid, ne? Zum Glück merkt er das nicht. Ja, okay. Oh nein, der Lehrer hat's gehört. Was geht denn hier ab? Oh mein Gott! Er war's! Wer war's? Wow! Er ist so der einzige erwachsene Mann. Er ist der einzige erwachsene Mann im Raum. Und du hörst so ein oh, oh mein Gott! Scheiße, wie geil ist das denn? Der Lehrer dreht sich um, sieht so 8 Bengel, 8 Achtjährige und einen erwachsenen Mann und fragt, wer war das? Wer von euch war das? Etwa der einzige Mann, der ein Handy in der Hand hat. Geil, Alter. Geil. Ich lieb's. Sonst merkt er das auch. Wow. Sch, aufpassen, aufpassen. Sonst merkt der Lehrer das noch. Was ich damit sagen will, ist, dass der Umgangston, den man als Kind appreciated, vielleicht ein bisschen ein anderer ist, als der, den man als Erwachsener konsumiert. Ich rede von diesem Over-the-Top, diesem Over-over-the-Top-Gabe, was ich ja auch zum Teil mache. Aber ich rede halt von diesem, oh mein Gott, Leute, kauft jetzt mein V-Bucks-Gewinnspiel mit 10 Paw Patrol-Stickern und ihr habt die Chance, mit Corncrafter Luca 30.000 Trips zu Disneyland gewinnen mit Jesus Christus. Wie gesagt, ich rede auch in meinen Videos ein bisschen energetischer als in Real Life. So. Ja, aber das ist schon nochmal ein anderes Level. Es ist schon nochmal, es ist Peak. Es ist einfach Peak. Also. Ach, diese. Oh, oh mein Gott. Oh, ich habe hier so einen kleinen Dude gezogen. So, aber Lukas Bros, das Bruder. Ich gehe erstmal mit 8-Jährigen feiern. Ich gehe erstmal zu dem 8-Jährigen Jungen, zum kleinen Jungen und gehe unter sein Bett. Schalt mal einen Gang zurück. 3, 2, 1. Oh, warte mal. Ganz kurz, ihr habt das jetzt nicht gesehen, weil meine Cam war davor, aber hier war gerade Gnu. Einen Gang zurück. 3, 2, 1. Bei mir bringt dich 4. Was? Was? Ja. Was? Da haben wir noch einen, oder? Was? Was? Oh. Was? Digga. Es ist ja so lustig, weil das Ding ist, ich dachte kurz, das wäre so copy-pasted, weil er guckt genau gleich. Ich gehe nochmal zurück und achtet mal auf sein Gesicht. Es ist exakt dieses Gesicht. Es ist einfach so, es fühlt sich fast copy-pasted an. Es ist genau der Winkel, genau so, diese, so, warte, achtet drauf. Das ist doch genau dasselbe. Das ist genau dasselbe Gesicht. Was? Da haben wir doch einen, oder? Was? Ist wieder genau. Was? Und es ist immer genau dasselbe. Es ist genau. Was hat denn da Gnu zu suchen? Ey, ohne Scheiß, was war das? War das irgendein Placement? Es war irgendein Placement, wo die Brand so anfragt, ja, wir machen hier was mit Brawl Stars, möchtest du dabei sein? Da wisst ihr was mit so ein paar anderen Streamern, die auch so mit Brawl Stars irgendwie was streamen oder so. Und ihr opent da so ein paar Packs und es ist irgendwie cool. Seid ihr im Stream miteinander oder so? Das war wahrscheinlich der Pitch. Und Gnu so, ja, klar, mach ich gerne mit. Kein Ding, bin ich gerne dabei, so. Oder passiert sowas? Alter, wollt ihr mich ver...
Jetzt gibt es in der Story von unseren drei Helden einen sehr witzigen Zufall. Und zwar hat die Nachbarfamilie von Lukas Brawl Stars, einem erfolgreichen YouTuber, ein... Ey, ich will mir das auch angewöhnen. Einfach häufiger so raushauen. Auch wenn was, also es muss ja nichts Abgefahrenes passieren. Aber einfach so, was? Einfach das so mal hin und wieder raushauen, ist, glaube ich, wichtig. 7-jähriges Kind. Das Kind heißt Leontin und wir schauen mal in das erste Video rein, wo er wirklich vorgekommen ist. Da geht es um, ich überrasche meinen jüngsten Fan mit... Ich überrasche meinen jüngsten Fan mit 1000 Euro Stumble Guys Mystery Box. 1000 Euro Stumble Guys Mystery Box. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und heute gibt es ein richtig cooles Special Video, denn heute werde ich einfach mal meinen jüngsten Fan mit einer 1000 Euro Mystery Box überraschen, Leute. Wir warten jetzt mal kurz. Also ich behaupte, das ist nicht sein jüngster Fan. Wenn er so Content macht, dann gibt es literally schon Dreijährige, die vor dem iPad, die vors iPad gesetzt werden und sich da so durchklicken und dann auch auf solche Videos stoßen. Mit einer 1000 Euro Mystery Box überraschen, Leute. Wir warten jetzt mal kurz, bis er klingelt, Freunde. Oh! Oh mein Gott, ich glaube, er ist da, Leute. Ganz kurz, war der Edit von Kaiser oder von ihm? Warte jetzt mal kurz, bis er klingelt, Freunde. Oh! Wow! Okay, wo fange ich an? Dieser Edit ist ja noch okay, aber der nächste jetzt, dass die Augen, im nächsten Edit werden die Augen ausgeschnitten und sind fast an der richtigen Position, aber nur fast. Achtet mal drauf. Jetzt. Oh mein Gott, ich glaube, er ist da, Leute. Übrigens. Hä, hat das Kaiser gemacht? Das mit den Augen ist super oft. Da, Leute, übrigens. Das hat Safe Kaiser gemacht, oder? Das macht man nicht selber. Ist Leontin, mein Nachbar, und seine Mutter und er hatten eben schon geklingelt. Aber ich glaube auch, seine Videos sind nicht gescriptet oder gefaked oder so. Das ist nicht so durchgescriptet. Er steht literally vor der Tür und sagt, und er müsste gleich klingeln. Ah! Was für ein Zufall. Genau das richtige Timing. Wohl der größte Traum von ihm, mal in einem Video von mir dabei zu sein. Also die haben eben mich gefragt, ob ich mal ein Video mit ihm machen will. Haben Sie das? Ey. Safe. Klar. Okay, die Eltern vom besagten Kind haben mitbekommen, dass da drüben ein bekannter YouTuber wohnt und haben gesagt, weißt du was, wir gehen rüber, wir läuten an und wir fragen ihn, ob er mal ein Video mit unserem Kind machen will. Zuallererst, wie haben die überhaupt rausgefunden, dass da drüben ein YouTuber wohnt? Ja, ich glaube, ich weiß, wie die das rausgefunden haben, weil den ganzen Tag, was, aus der Wohnung kommt. Und so, lieber Leontin, es ist Punkt 14 Uhr, wir gehen jetzt schlafen, gell? Ja, aber ich bin noch gar nicht müde. Leg dich hin, Alter. Schlaf. Ja, stimmt, die haben es rausgefunden, indem so ein fremder Mann unterm Tisch war, unterm Bett war. So haben die es rausgefunden, weil mehrfach ein erwachsener Mann eingebrochen ist, um irgendwas mit ihrem kleinen Jungen zu machen. Deswegen haben die rausgefunden, dass er irgendwie ein YouTuber sein muss. Gut, gell? Gute Nacht. Gute Nacht, Mama. Digga, dieses ganze Video ist ein Fiebertraum, ne? In dem Video... Schenkt Lukas Leontin ein paar Rucksäcke, Merchartikel und sowas, von denen ich bezweifle, dass sie 1000 Euro kosten, aber mal abgesehen davon... Jemand sagt, das hört man ganz schnell, ich habe mal unter einem Streamer gewohnt. Ja, ich denke auch, dass, also ne, wir haben jetzt Sonntag, früher Abend, ich glaube, ne, ich streame ja auch manchmal bis dann noch irgendwie, weiß nicht, 21, 22, 23 Uhr oder so und klar bin ich auch manchmal laut und direkt hinter dieser Wand hier, direkt da sozusagen ist mein Nachbar. Und ich glaube, der hat da sein Wohnzimmer, das heißt, da wird der vielleicht abends auch abhängen, wenn ich streame. Da hört er mich ja safe. Also das kann ja nicht sein, dass der mich nicht hört. Aber der ist cool. Der hat sich noch nie beschwert. Der ist gut drauf. Ein ganz, ganz netter, ein ganz, ganz lieber. Hat sich noch nie beschwert. Haben aber auch noch nie gefragt, ob man was hört. Naja. Nicht. Es ist eine coole Geste, es ist eine schöne Geste. Leontin bedankt sich und ist sehr happy und das war's. Nicht. Dieses Video ist gerade mal 8 Monate alt und in der Zwischenzeit hat er über ein Dutzend Videos mit Lukas Brawl Stars gedreht und ist bei anderen YouTubern wie Marvin Vlogged und iCrimex regelmäßig vertreten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es daran liegt. Warte mal,
Ich wollte gerade sagen, aber immerhin haben die den immer gepixelt. Könnte es aber sein, dass die den gar nicht gepixelt haben? Könnte es sein, dass, dass der eigentlich ungepixelt ist in dem Content? Dass das jetzt von Kaiser kommt? Also die haben, nee, okay, die haben den nicht gepixelt, das ist jetzt Kaiser. Ja, ich, okay. Kaiser hat gepixelt, die haben nicht gepixelt. Anderen. Ja, also es ist ja sehr großzügig YouTube gepixelt wie teilweise. Und iCrimex regelmäßig. Das ist dann, okay, das hat Kaiser gepixelt. Nee, ist voll cool, ungepixelt kleine Jungs reinzuholen. Wie alt war der? Die haben doch das Alter gerade gesagt. Irgendwie der jüngste Fan. Sich vertreten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es daran liegt, dass die Kinder, die diese Videos schauen, auch sehen. 7, mega cool, ungepixelt, 7-Jährige in irgendwie einem Dutzend Videos einzubauen. Halte ich für eine sehr gute Idee. Wüsste ich gar nicht, was da schlecht dran sein sollte, wenn man Kinder extrem in Content einbaut und mit denen Videos dreht und oft dreht und die da schon sehr früh sehr derbe ranführt. Ich weiß nicht, die Alicia Joe hatte da, glaube ich, irgendwann mal was gesagt, dass das nicht so cool wäre. Aber weißt du was, das ist halt auch, ich glaube, das hatte alles nicht Hand und Fuß, was die gesagt hat. Die war, glaube ich, einfach zickig. Ich glaube, das ist super, wenn man Kinder einbaut in Content. Da gibt es, glaube ich, gar keinen rationalen Grund gegen. Das war, glaube ich, alles nur Quatsch, was die Alicia da gesagt hat. Aha, da gibt es ein anderes Kind, was in den Videos vorkommt. Damit resigniere ich. Ist das korrekte Wort? Ich glaube schon. Es ist auf jeden Fall ein bisschen Boost dafür und das sieht man auch an den Klicks. Kleiner Junge spielt Minecraft. Kleiner Junge spielt zum ersten Mal GTA 5. Ich schenke kleinem Jungen ein Gamingzimmer für 10.000 Euro. Kleiner Junge nimmt... Nein, Spaß, aber... Wow. Nee, cool. So, ihr wisst, was ich meine. Ey, wird sich auch safe gut klicken. Also, sind wir doch mal ehrlich, wenn es nicht gesperrt werden würde, wird sich das safe Gaming gut klicken. Gamingzimmer für 10.000 Euro, kleiner Junge. Also, wenn ich in meinem Feed hätte, kleiner Junge nimmt Codein von Tomatolix. Also, das Ding ist, ich würde es verurteilen, aber ich würde halt auch draufklicken. Also, das ist halt schon wahr, dass ich da draufklicken würde. Ich würde es zu meiner absoluten Priorität machen, da drauf zu klicken. Junge nimmt Codein, nein, Spaß, aber so, ihr wisst, was ich meine. Stay hat zum Beispiel in seinem Video vor allem kritisiert, dass es sehr viel um Lootboxen und um irgendwelche Glücksräder und sowas geht, was vielleicht nicht unbedingt das Beste für einen jungen Herrn in seinem Alter ist. Piggy Skin, Piggy Skin. Ja, erstmal ein bisschen. Erstmal ein bisschen Slots machen mit 7-Jährigen, Digga. Oh, oh, oh. Lass nochmal drehen, Digga. Einmal nochmal das Guthaben aufladen und dann nochmal drehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Noch ein bisschen, noch eine Runde Slots mit dem 7-Jährigen. Ey, ich liebe das. Das ist super. Alles daran ist so super. Ich sehe da nichts Kritisches dran, mit einem 7-Jährigen unverpixelt in so Content reinzuziehen, in deine Content-Produktion, mit dem super viele Videos zu drehen und dann auch noch so was. Oh mein Gott, Alter. Abgeschlossen. Ey, oh mein Gott, Leute, das wissen wir, haben gerade schon das ganze Video abgedreht und hier 100 Euro ausgegeben, da ist die Aufnahme abgebrochen. Ja. Oh, wo sind die Eltern, fragt man sich dafür. Vielleicht, also es könnte sein, dass die Eltern da ein bisschen verantwortungslos. Ah, Chat, haha. Ihr seid die Deutschmenschen. Ja, richtig, dass sie verantwortungslos sind. Könnte sein, dass die Eltern verantwortungslos sind. Aber es könnte auch sein, und das ist eine plausible Möglichkeit, wir wissen, dass der Lukas Brawl Stars, dass der eben schon auch mehrfach bei kleinen Jungen eingebrochen ist, bis sie die Polizei gerufen haben. Das heißt, es könnte auch sein, dass er diesen kleinen Jungen einfach gestohlen hat. Das war zumindest mein erster Gedanke. Ich stelle mal diese Hypothese in den Raum. Wenn ihr euch zurückerinnert, das war die Idee von den Eltern, dass er da mitmacht. Zumindest laut Lukas Brawl Stars. Die haben eben mich gefragt, ob ich mal ein Video mit ihm machen will. Klar, natürlich. Ja, die haben den gefragt. Die Wahrheit ist so, der kleine Junge war irgendwie... Die Family war irgendwie einkaufen oder so. Der kleine Junge ist ein bisschen so,
nach hinten gebummelt und er kam da, zack, und hat ihn mitgenommen. Stellt sich an, ey. Ist keine Unterstellung, ist reine Spekulation, ist keine Unterstellung. Nur um das hier rechtlich klar zu machen, das ist keine Unterstellung einer Straftat. Die Frage, was das für ein Bild vermittelt, nicht nur wieder direkt in irgendwelche Glücksratsbins und sowas hat eingeweiht, sondern der Typ wird nie mit Geld umgehen können. Für mich war das damals kranker, oder wenn ich mir um 20 Euro PSN-Guthaben geholt habe, um dann Kevin Fischkreuz in FIFA 13 zu ziehen. Das ist eine andere Dimension, Bruder, bei 500 Euro, da ist die Relation auch irgendwo weg. Da bleibt man nicht. Würde ich auch machen, sagt Chad. Ja, ich finde auch, ich finde, das sollte mehr normalisiert werden, einfach so fremde Kinder wegzunehmen und mit den YouTube-Videos zu drehen. Warum mache ich das eigentlich nicht? Das würde so viel Clips, so viel Klicks bringen. Einfach, was könnte ich mit kleinen Jungen machen? Ah, nee, das geht das Ding an. Nee, lass uns nicht weiter darüber reden, das ist Quatsch. Die komplette Halbzeit mit cool. Alles daran klingt so falsch, ne? Aus einem Video ist dann, wie gesagt, wesentlich mehr geworden. Und Leontine ist jetzt schon richtig bekannt, so in der Community, ne? Es gibt andere Leute, die tatsächlich, Fun Fact, schon mit ihm clickbaiten. Wie zum Beispiel, wer... Kleiner Junge wurde verhaftet. Ich finde es so funny, dass alle auch kleiner Junge sagen und nicht seinen Namen. Also mittlerweile kennen den ja voll viele, aber trotzdem sagen sie nicht seinen Namen. Er hat keinen Namen. Er ist einfach kleiner Junge. Kleiner Junge wurde verhaftet. Also geil, Digga. Geil. Bester Time-Matic, der, by the way, verblüffend ähnlich aussieht wie der Ketzer der Neuzeit. Irgendwann müsst halt... Ich kenne die ganzen YouTuber nicht. Time-Matic? Wer einschreitet und sagen, yo, das ist vielleicht nicht die... Die sind alle so in der Szene, allerbeste Idee, wenn man ein 7-jähriges Kind so früh so Fame macht mit der Art von Content. Das ist nicht ganz passiert, ganz im Gegenteil sogar. Die Eltern haben das sogar befürwortet anscheinend. Sie fanden das richtig nice und sie haben gesagt, ey, Leontine, pass auf. Du bist ja jetzt schon alt, ja? Wir wissen, du hast da Spaß dran, wir wissen, du brennst wie eine Flamme dafür und wir schenken dir zu Weihnachten ein bisschen Equipment, dass du dir selber was aufbauen kannst, dass du deinen eigenen YouTube-Kanal starten kannst mit 7. Mama, Leute, was geht? Das ist mein erstes Video. Oh, nee, jetzt wird's richtig traurig, ne? Oh, jetzt wird's richtig traurig. Lass doch den Leontine in Ruhe. Digga, der ist 7 und wird von solchen Leuten und seinen Eltern ganz offensichtlich dahin gepressured, dahin gebracht, dass er solche Sachen dreht. Dass er so komplett dieses, sind wir doch mal ehrlich, wir wissen es alle, leicht aufgesetzte, dieses YouTube-Ding, Digga, einen YouTube-Channel zu haben und YouTube-Videos zu drehen, ist psychisch auch für Erwachsene nicht, würde ich nicht sagen, dass das das Beste ist, was psychisch ein Erwachsener tun kann. Also, das deine Psyche sehr oft bei erwachsenen, eigentlich stabilen Leuten. Das einem Siebenjährigen, einen Siebenjährigen dem auszusetzen, ah, jetzt hab ich's wieder, jetzt bin ich wieder bei Deutsch. Einem Siebenjährigen, das dem, Digga. Willkommen zu meinem ersten Video, Marvin ist auch mit dabei. Ja, Leute, richtig krass, Leontine, du hast einfach deinen eigenen Kanal jetzt hier am Start, Leute. So, Leute, ich werde ja auch nur Videos hochladen, wenn ich Bock hab und so, weil ich mach das ja auch nur aus Spaß, also nicht für Geld, denkt nicht so. Alles daran tut so weh, weil du weißt genau, dass dieser Satz ihm vorgesagt wurde, dass er den sagen soll. Du weißt es zu 100%. Die haben diesen Kanal für ihn gemacht und haben dann gesagt, hey, Leontine, komm, wir machen jetzt das erste Video. Ich glaube, es wäre voll die gute Idee, wenn du jetzt auch an dieser Stelle einmal sagst, dass du das aus Spaß machst. Das wäre gut, wenn du das einmal sagst. Digga, du spürst es zu 100%. Zu 100%, dass dieser Satz ihm vorgesagt wurde. So. Also, und das keine Spekulation, das ist Fakt, Digga. Ich mach's ja nur aus Spaß. Nicht vergessen. Ich mach's ja nur aus Spaß. War mir ganz wichtig, mir als Siebenjähriger war mir das ganz wichtig, hier an dieser Stelle ganz deutlich zu machen, dass ich das hier aus freien Stücken und aus Spaß mache. Das war mir wichtig, klar zu machen, weil ich bin 7. Er hat den Kanal seit exakt 1,5 Monaten, aber hat um die 3,5 Millionen Klicks damit gemacht. Die meisten zwar über Shorts, aber das ist trotzdem gar nicht mal so wenig. Es sieht halt objektiv betrachtet 1:1 aus wie irgendeine Kopie von Marvin oder Lucas Brosters oder sowas. Ich glaube auch, dass... Ach, das ist der Kanal jetzt von Leontine. Oh Mann, Alter. Das Ding ist... Also nur um das klarzumachen. Niemand bittet hier auf Leontine, ne?
Leontine ist hier zu 100% einfach ein Opfer von den Erwachsenen um ihn rum. So, ne? Das ist jetzt nicht, der Leontine hat ja Thumbnails, die sehen ja genauso cringe aus wie. Nee, Leontine macht diese Thumbnails ja nicht. Dass die gleichen Leute hinter. Leontine denkt sich diese Videos auch nicht aus. Kein 7-Jähriger macht so einen Kanal von sich aus so. Und denkt sich aus, hey, es wäre doch cool, wenn wir ein Video machen, wo ich meine Haare grün färbe. Oder wo wir 500 Euro Glücksrad-Opening-Battle in Stumbleguys machen. Oder wo wir 24 Stunden nur Automatenessen essen. Hinter den Thumbnails stecken werden oder auch hinter den Videos und sowas, weil man muss ehrlich sagen, die Thumbnails sind nicht schlecht gemacht für das, was sie halt sein wollen, sind die halt perfekt und auch der Schnitt ist gut und die Musik ist gut und sowas. Es ist. Ja, es ist halt produziert von den Erwachsenen, die gesagt haben: Ey, liebe Eltern, wir merken, das macht richtig gut Klicks mit diesem kleinen Jungen. Ich glaube, das wäre cool. Ey, ich spekuliere jetzt mal. Es könnte ja sein, dass hier die beiden Dudes, der Lukas, Brawl Stars und dieser andere, diese Truppe, diese Crew, weiß ich nicht, dass die gemerkt haben, ey, das mit diesem, dem Leontine, das klappt gut, die Klicks werden irgendwie mega gepusht. Und dann haben sie zu den Eltern, maybe, gesagt, hey, wir könnten einen Kanal machen, einen Kanal produzieren. Ne? Wir haben die Cutter, wir machen die Thumbnails genauso, wir kennen das. Wir denken uns die Videoideen aus, wir drehen mit dem sozusagen all das, was wir machen, das machen wir halt. Und wir machen dann irgendwie einen Deal, dass ein Teil von den Einnahmen irgendwie an euch gehen und ein Teil von den Einnahmen an uns, irgendwie sowas. So, weil alleine könntet ihr diesen Kanal nicht machen, ne? Wir sind dafür schon wichtig und dann haben wir beide was von, es ist Win-Win. Es ist jetzt eine Spekulation, dass das so passiert sein könnte. Aber halte ich für plausibel. Eine Überlegung dahinter. Fast schon so, als wäre Leontine eine Industry Plant. Also jemand, der quasi bewusst dort eingesetzt wurde in die. Ja, eigentlich ist genau das, ne? Eigentlich ist es genau exakt das. Die Industrie von jemand anderem, der sich damit auskennt, um. Das wäre Kinderarbeit, ja. Das wäre Kinderarbeit. Digga, es ist so obviously Kinderarbeit. Es ist so obviously, dass der Leontine das nicht einfach darauf kommt, das komplett aus freien Stücken alleine zu machen, sondern er hat ja offensichtlich Leute um sich rum, die das als Job machen und damit Geld machen, dass er da hilft, dass er da mitmacht, so. Ey. Geld zu machen. Ich glaube zwar nicht, dass es der Fall ist, zumindest nicht in dem Ausmaß. Aber trotzdem kostet das alles Geld. Irgendwer bezahlt für diese Thumbnails, irgendwer bezahlt für den Videoschnitt, irgendwer bezahlt für die Artikel, für die Props, die in den Videos vorkommen. Und da kann man jetzt natürlich wild spekulieren, okay, warum ist er in so vielen Videos von anderen Leuten drinnen? Ist es wegen den Klicks? Nutzen diese YouTuber ein kleines Kind aus? Rezo wohnt einfach neben der Kirche. Ja, actually, also das. Ja, ich glaube, ich kann das sagen. Es gibt ja mehrere Kirchen in Aachen. Ich wohne in einer Kirche. Also hier oben sind sozusagen die Glocken zwei Etagen drüber. Das ist eigentlich ganz cool so. Aber ich glaube, damit habe ich nicht zu viel gesagt, weil es gibt mehrere Kirchen in Aachen. Für Klicks? Haben die Eltern gesehen, dass man damit fett Kohle machen kann? Und sie wollen auch, dass ihr Kind irgendwann ein NFT kauft? Oder ist das wirklich einfach nur ein Kind, das einen Traum hat und diesen Traum lebt? Ah, no. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Mischung aus allen drei Sachen ist. Ich sag dir ehrlich, oder wenn ich in die Schule gehe, ja, und da sind die ganzen. Ganz kurz, das war natürlich gerade Cap. Aber als ich aufgewachsen bin, war das. Also, es stimmte das. Also, wir haben neben der Kirche meine Eltern halt, ne, wisst ihr, haben als Facharbeiter gearbeitet. Und wir haben neben der Kirche gewohnt. Und in dem Gebäude, in dem wir gewohnt haben, in dem auch der Küster gewohnt hat, da waren die Glocken. Also literally zwei Etagen über unserer Küche waren die Glocken. So, das ist passiert. Also das war so. Und immer wenn die haben immer morgens um 7 geklingelt, irgendwie abends um 7. Und ich glaube mittags noch, keine Ahnung. Und dann hat auch, also wenn die angefangen haben so zu schwingen, dann hat es auch immer leicht gebebt. Also was gebebt ist jetzt zu groß gesagt, aber du hast schon so ein Ruddeln, so ein kleines, subtiles gemerkt, hier bewegt sich was in diesem Gebäude so. Und davon bin ich auch immer, also als ich noch zur Schule, also gerade so
ich bin davon dann immer, das war mein Wecker so, ne? Also es ist um 7 Uhr geklingelt, dann bin ich aufgestanden. Also das war jetzt kein Scheiß, das ist wirklich so, das war so, das war so. 7-jährigen Chayas und die bewundern mich, weil ich ein toller YouTuber bin und sowas. Das ist der größte Flex ever. Da kommt einer her und sagt, ah, oh, hallo, ich bin der Lukas. Ich sag, ich bin der Leontin, du findest mich im Internet. Ich nehm's mir aber trotzdem mal. Hast du die Dinger mal for fun angeschaltet? Ich hab noch nie in der Kirche Scheiße gebaut. Das wäre, das würde an Blasphemie grenzen, wenn man in der Kirche Scheiße bauen würde. Ich, haben immer mit Respekt alles jemals, nie habe ich jemals etwas gemacht. Mal raus zu vermuten, dass diese ganzen YouTuber nicht nur mit ihm abhängen, weil er so cool drauf ist und sowas. Es ist nicht normal, einfach random mit einem Kind zu chillen oder beim... Ey, jetzt mach ich mal die schönen Fenster zu. Sind die lauter geworden? So, weiter geht's mit Kinderarbeit. Einzubrechen. Es ist aber dann wirklich die Frage, okay, wohin mit der ganzen Geschichte? So, was ist denn das Best-Case-Szenario? Leontin wird berühmt, Leontin wird fame, Leontin macht viel Cash und kann damit, weiß nicht, 13 in Pension gehen oder sowas. Das ist das Best-Case-Szenario, natürlich, aber es gibt so viele Sachen, die dabei schief gehen. Wieso hast du auf dem Altar gefickt? Nein, ich habe nicht auf dem Altar gefickt. Nein, aber also habe ich wirklich nicht. Ich habe in der Kirche, also innerhalb der Kirchen, des Kirchengebäudes einmal Dinge getan, aber nicht an irgendeinem, in irgendeiner Stelle, die jetzt besonders heilig war oder so. Gehen können. Zum einen wird er niemals ein normaler Schüler sein, sondern immer derjenige, der halt YouTube-Videos dreht. Es werden ihn Leute auf der Straße erkennen, die nicht immer Kinder sind und es ist weird, wenn erwachsene Leute dein Kind erkennen auf der Straße. Und ey, der Leute, chillt, das war ein Nebenraum mit dem, da war ein Kopierer, das war so ein Office-mäßiger Raum. Also das geht nicht weniger heilig. Also das war jetzt wirklich kein Special-Liga-Raum, wo du irgendwie irgendwem was wegnimmst. Also da ist kein Ritual vollzogen worden jemals, da ist kein besonderer Space gewesen oder so. Das war nur in dem Gebäude. Weißt du, er könnte gestalkt werden, er könnte gedoxt werden, er könnte Probleme... Shit, Torik hört mich, oh nein. Torik ist typing. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Torik ist typing. Sorry, Torik. Es waren die unreinen Geister, die mich trieben. Ich möchte mich davon freimachen. Ich würde mich sehr freuen. Raus mit euch. Ich glaube, sind die raus. Ich glaube, die unreinen Geister sind raus. Ja, ich fühle die nicht mehr. Dein Kind erkennen auf der Straße. Ey. Nee, also das war's auch mit meiner Karriere. Das ist vorbei. Jetzt ist zu Ende. Ich glaube, das war der eine zu viel. Es war schön mit euch. Das war mein letzter Stream. Wir sehen uns. Wir sehen uns bis dann. War eine schöne Zeit. War ein guter Run. 8 Jahre YouTube. War ein guter Run. Er könnte gestalkt werden. Er könnte gedoxt werden. Er könnte Probleme haben, ein normales Leben zu führen. Er wird Probleme haben, ein normales Leben zu führen. Also es ist nicht ein könnte, es ist nicht eine Option, es ist nicht so ein Risiko, das passieren könnte. Das f***t mit deinem Kopf. Also erstmal ist es halt Kinderarbeit. Das heißt, du hast die Situation, dass da ein junges Kind ist und mehrere Erwachsene drumherum, die mit diesem Kind arbeiten müssen. Und der muss performen vor der Kamera. Und die wollen, dass der bestimmte Leistungen erbringt vor der Kamera. Und wenn er die nicht erbringt, weil er vielleicht keinen guten Tag hat, dann wird natürlich mindestens unterbewusst Druck ausgeübt, dass er diese Leistung erbringt. Dass er sich verstellt. Dass er gut drauf ist, auch wenn er vielleicht nicht gut drauf ist. Das alles wird passieren, weil das ist, also mindestens unbewusst strahlen die Erwachsenen das aus, strahlen die Erwartungshaltung aus. Du merkst ja als Kind, du merkst ja ganz, also selbst wenn die es nicht explizit sagen, du hast ja die Sensibilität, dass du spürst, das wird gerade von mir erwartet, dass ich so und so bin, dass ich jetzt das machen kann. Und wenn ich das mache, dann finden das alle gut. Wenn ich das nicht mache, merke ich irgendwie, ist die Stimmung nicht so gut. Das spürst du ja als Kind. So, da führt dir kein Weg dran vorbei. So, Digga, der ist 7, ne? Also das ist jetzt kein Jugendlicher oder so. Das ist ein 7-Jähriger. Das ist einfach ein Kind. Digga. Und das ist nur die Spitze vom Eisberg, dass da dieser Druck beim Dreh ist. Dann f***t
dich das psychisch, dass du natürlich mitkriegst, ob jetzt Sachen gut funktioniert haben, nicht gut funktioniert haben. Ich meine, er ist ja natürlich selber auch auf YouTube. Er wird in den nächsten Jahren dann auch merken, welche Videos klappen, welche nicht. Und das f***t mit deiner Psyche so sehr. Bei jedem YouTuber f***t das mit der Psyche. Wenn du ein Video hochlädst und da steht, oh, das Video ist Platz 10 von 10. Das hat von den Views her, ist das das 10 schlechteste Video sozusagen von den letzten 10 Videos. Ja, dann ist der Tag gelaufen. Also, ist halt so. Das geht nicht spurlos an dir vorbei so. Und Digga, das musst du halt im Kind nicht aussetzen. Und dann geht's weiter mit den Auswirkungen, was Kaiser auch gerade sagte, die von außen dann kommen. Die Kids in der Schule. Doxing. Dass die dich erkennen, dass du dich dem auch nicht entziehen kannst, dass es kein Schalter ist, wo du sagen kannst, okay, ich fand es jetzt irgendwie ein halbes Jahr ganz cool, dass im Supermarkt irgendwie welche Kinder auf mich gezeigt haben und gesagt haben, ey, ich kenne die Videos von dem, das ist doch der Leontin, aber jetzt langsam reicht's, ich glaube, ich würde gerne den Schalter wieder umdrehen. Nein, der Zug ist abgefahren. Das ist ab jetzt so. Digga, it's a one-way ticket und das musst du nicht, das sind alles so obvious Sachen, es ist so traurig. Und das sind alles Sachen, die du dir nicht überlegen kannst, wenn du 7 Jahre alt bist. Das sind dann die Sachen, die sich andere Leute für dich überlegen und das steht ja auch in der Beschreibung, ne? Es steht drinnen, hey Leute, dieser Kanal wird von den Eltern geführt und nicht von Leontin selbst, das heißt zum Beispiel... Hi Leute, dieser Kanal wird von den Eltern geführt. Oh, liebe Eltern. Oh, bitte, wirklich. Ich will auch gar nicht jetzt so haten. Ich will gar nicht so hateful sein. Ich will gar nicht so aggressiv sein. Wow. Well, doch, eigentlich schon. Wow. Doch, die Eltern haben da hart reingeschrieben. Aber nein, ich möchte, liebe Eltern, falls ihr das hier seht, liebe Eltern, Denkt noch mal drüber nach, was ihr da tut. Wow. Denkt noch mal drüber nach, was ihr da tut. Wie beantworten sie auch die Kommentare für ihn? Zumindest gehe ich mal davon aus. Wow. Also, er hat nicht wirklich viel Impact auf dem Kanal. Das ist ein Leben, was jetzt gerade cool ist, aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn du dann 18 Jahre alt bist und eigentlich gar keinen Bock mehr auf sowas hast. Und ich spreche da aus Erfahrung, ja, weil ich bin auch extrem bekannt, Urfame und auch mega prominent. Boah, hab mit 5 mal Fotowettbewerb gewonnen und mein Bild hing überall im Einkaufscenter und wurde von Rentnern angesprochen. Hab's gehasst. Ja. Und wenn man das dann schon hasst, genau das ist das Ding. Du kannst halt nicht absehen, also selbst Erwachsene können nicht absehen, was das mit dir psychisch macht, wenn du so einer Aufmerksamkeit ausgesetzt bist. Mit allem, was dazu gehört, mit dem vielen, vielen Lob, aber auch der Kritik und auch Hate und Aufmerksamkeit und erkannt werden und allem. Selbst für Erwachsene ist das, für die meisten Erwachsenen, die so einen Job machen, f***t das richtig mit der Psyche. Für alle, also es gibt fast niemanden, der so einen Job macht und wo es nicht mit der Psyche f***t. Es gibt ja auch einen Grund dafür, dass YouTube erst ab 14 ist, nur eben auch mit der Ausnahme, dass die Erlaubnis von den Eltern oder Erziehungsberechtigten genauso gut ist. Ah! Freunde, lasst mich nicht gern wissen, was ihr von dem Thema haltet und macht jetzt mit bei meinem... dieser Schrei, Alter. V-Box-Gewinnspiel mit Marvin California. Lasst mir auch gerne ein Like da, Freunde, lasst mir auch gerne ein Abo da, für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Ich bedanke mich. Der hat 80.000 Abos, das ist für 7 Jahre zu viel. Ja, auch die Views, also die Klicks waren ja noch viel mehr. Also der hat nur, in Anführungszeichen, 80.000 Abos. Die Klicks von dem waren ja viel, viel höher. Das heißt, es hat schon eine 7-stellige Anzahl von, in erster Linie Kindern, Leontin gesehen. In verschiedenen Videos, in Summe, es gibt über 1 Million Kinder haben Leontin schon wahrgenommen. Und das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut, dass das so ist. Punkt. Einfach nicht gut. Danke, Vivi, fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Ey, danke, Kaiser, für dieses Video. War gut zusammengefasst, gut aufbereitet. Top-Comment von Torben Platzer. Selbstexperiment. Ich habe ein Kind gezeugt, monetarisiert und so viel Euro verdient. Oh mein Gott. Ja, so wirkt es ein bisschen. So wirkt es ein bisschen. Das ist ein bisschen sad. Folgt Kaiser auf jeden Fall. Subscribed zu ihm. Wirklich, mehr Leute müssen subben bei Kaiser. Der 214.000 Subs. Mehr Leute Kaiser subben. Ich finde Schnittstil, ganze Art von Kaiser richtig, richtig nice. Auch dass er manchmal so ganz trockene Gags raushaut, wie mit dem eben. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice.